Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal, auf Mr. Vanva LP. Und ja, ich führe die Reihe einfach weiter. Ich spiele den jetzt gerade zum Aufnahmezeitpunkt neuen Mass Effect Teil, Mass Effect Andromeda. Vorgestern rausgekommen. Und ich habe mich einfach so mega darauf gefreut, dieses Spiel zu spielen. Ich habe die komplette Reihe 1, 2 und 3 gespielt. Ich fand sie super und habe mich jetzt gefreut, auf ein neues Abenteuer in Mass Effect Andromeda zu spielen. Natürlich blind, weil, ne, ich hab's halt, es ist halt gerade erst raus. Ich habe es noch nie gespielt, gar nichts. Ich habe einmal kurz Multiplayer angemacht und wieder ausgemacht, aber keine Runde gespielt. Komplett blind. Alles und ich würde sagen, eigenen Charakter erstellen ist, glaube ich, die Story, oder? Dann machen wir das und begeben uns ins Abenteuer von Mass Effect Andromeda. Weiters Entscheidungen können bleibende Konsequenzen haben. Treffen Sie sie vorher sorgfältig. Ich freue mich schon auf neue Abenteuer und, ich glaube auch ziemlich wichtig, und das habe ich nämlich in vielen Tests gelesen, man muss das Spiel als sein eigenes Mass Effect betrachten und nicht als den Nachfolger von Mass Effect 3 bzw. der kompletten Trilogie, weil dann wird man das Bild schlechter sehen. Und so werde ich es versuchen als eigenes Spiel zu betrachten. Ja, männlich, ich bleib bei männlich, das ist... Da bin ich ganz klassisch. Beim individuelles Aussehen ist so ein Mexikaner. Der Standardaussehen ist so ein Kaukasier. Einfach. Weißt du? Ausbildung. Wie ist hier kein Bankkaufmann dabei? Oder Chemiker? Ey! Was habe ich denn hier? Sicherheitspersonal geteilt. Irgendwie kommt mir das vor, als würde ich stocken, wenn ich hier die Maus zeige. Aber ich habe eigentlich flüssig 30 und ohne Aufnahme 60. Während ihrer Zeit beim Allianz-Militär haben sie so viel wie möglich über Waffen und Taktiken gelernt. Betäubungsschuss verschießt ein wärmesuchendes Projektil mit hoher Durchschlagskraft, Gegner zu Boden schleudert. Freigeschaltete Fähigkeiten, Turbolader, gewährt eine beträchtliche kurzzeitige Verbesserung von Waffenfeuergeschwindigkeit und Thermomagazineffizienz. Kampffitness erhöht Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzunehmen. Okay. Biotika? Sie wurden beim Allianz-Militär als designierter Biotika eingesetzt und haben ihre Kameraden mit ihrer Fähigkeit unterstützt, Masseeffektfelder zu kontrollieren. Da haben wir Werfen, Singularität und Barrieren. Muss ich also doch nicht vorlesen, die Effekte sind dieselben wie bei den anderen Masseffektteilen. Deswegen. Techniker. Als Techniker im Allianz-Militär haben sie gelernt, wie man Drohnen bedient, feindliche Systeme. Wir haben Überlastung, Invasion und Teamunterstützung. Okay. Anführer. Sie haben sich beim Allianz-Militär als Teamplayer mit Führungsqualitäten erwiesen und in enger Zusammenarbeit mit ihren Kameraden für deren Sicherheit und die Sicherheit anderer gesorgt. Energieentzug. Auslöschung, Teamunterstützung. Das klingt jetzt nicht so interessant. Kämpfer. Wenn es zum Kampf kam, waren sie immer als Erster dabei. Meistens im Einklang mit dem Protokoll des Allianz-Militärs. Allerdings nicht immer. Dann haben wir Sturmangriff, Kampffitness und ja, nochmal Sturmangriff. Kennen ja aber nicht so. Agent. Sie haben beim Allianz-Militär das Verhalten bei Geheimmissionen und die dabei von Spezialeinheiten eingesetzte Tech studiert. Konnte dieses Wissen aber nur von der Andromeda-Initiative nur selten anwenden. Taktische Tarnung. Sie werden mit Hilfe von Lichtkrümmungstechnologie kurzzeitig unsichtbar. Wenn sie durch einen Angriff die Tarnung aufheben, erhalten sie einen großen Schadensbonus. Also ich bin halt gerne wieder Techniker oder Biotiker, wobei ich hier, glaube ich, tatsächlich Biotiker nehmen will. Das klingt für mich so am interessantesten. Ja, Scott Ryder, den Namen behalten wir, das ist ganz klar. Zwilling. Wählen Sie der Standard aus in Ihres Zwillings oder passen Sie es selbst an? Was? Wer ist denn mein Zwilling? Ja, den behalte ich. Hä? Vergangenheit. Wählen Sie das Geschlecht des legendären Commander Shepards, erster Spectre der Menschen und Held der Citadel. Natürlich nehme ich Commander Shepard. Das ist doch ganz klar.
So, was ist denn Geschichte? Ist für Spieler gedacht, die mehr an der Geschichte als am Kampf interessiert sind. Könnte man machen fürs Let's Play, will ich jetzt aber gar nicht. Wahnsinn, extrem normal. Ich glaube, normal ist halt schon wirklich das Beste. Möchten Sie das Spiel starten? Ja, ich will. Aussehen des Charakters wird exportiert. Oh. Die Charaktererstellung ganz klassisch wieder. Mass Effect interessant halt. Ah, ich freue mich schon. Mass Effect Andromeda. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten. Andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder Scott, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Scott Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten
wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Und dann sind wir auch schon wieder im Spiel und damit nochmal herzlich willkommen hier zu Mass Effect Andromeda. Und das Ganze erinnert mich jetzt schon an den Film Passengers. So, die Wahl des Tons hilft, Ryders Persönlichkeit zu definieren. Emotional, logisch, zwanglos, professionell. Ah, ich habe den Unterschied erst verstanden, gar nicht verstanden. Zwanglos, professionell. Boah, ja, wir sind dafür ausgebildet. Selbst wenn es das nicht wird, wir sind bereit. Das hoffe ich. Wissen Sie etwas? Der Pathfinder will Sie alle in einer Stunde missionsbereit haben. Sehen Sie hierher. Weshalb die Eile? Weiß ich nicht, aber irgendwas ist faul. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Ah, ja. Guck mal, da sind wir jetzt schon, ja. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich mich so quasi entwickeln will. Aber, versuche halt immer aufrichtig zu antworten. Mein Implantat? Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sichergehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen, theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Guck mal, das ist dasselbe. Ich taue noch auf, ich bin voller Tatendrang. Ach. Ich bin bereit. Bestätige. Ich registriere einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das Neuralimplantat funktioniert einwandfrei. Koffein hat mich schon immer aufgeputscht. Wir sind fertig. Sie können jetzt los. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Na, wunderbar. Festhalten! Wow. Das fängt ja gut an. Pass auf die Spritze auf! Ich bin so gut wie drin. Halten Sie durch! Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Ist allen gut? Ich denke schon. Was war das? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, wie... Wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Ach ja, das ist wie Passengers. Was ist los? Weiß ich nicht. Ich muss mir das erst ansehen. Und es sieht aus, als wäre die Stase-Kapsel von einer Art Spannungsstoß getroffen worden. Aber es ist doch alles in Ordnung, oder? Ich führe gerade eine Diagnose durch. Die Synchronisation des Prozessors dauert einen Moment. Sind die Dichtungen beschädigt? Nein, es scheint alles intakt zu sein. Aber ich finde das gut, dass man hier so direkt quasi anfangen kann, ohne erst stundenlang. Dann stimmt einfach das Timing nicht. Könnte vielleicht der Respirationszyklus unterbrochen sein? Ihr wisst ja, ich lausche gerne in den Gesprächen beim Mass Effect. Ohne dass man erst stundenlang irgendwann was machen muss, weil sonst bei manchen Spielen ist es halt echt, da kannst du erst nach einer Dreiviertelstunde oder so kannst du halt erst loslegen. Und hier ist halt schon, ja, die Grafik gefällt mir. Ist halt echt eine gute Mass Effect Entwicklung. Und ich finde das gut, dass man hier wirklich mit so vielen interagieren kann. Bedeutet, dass irgendetwas die Generatoren zum Ausfall
hat. Und was? Etwas Großes. Diese Generatoren sind extrem robust. Es braucht schon einiges, um sie zu verlassen. Nur gut, dass seit 600 Jahren niemand mehr etwas gegessen hat. So ist uns zumindest nichts Erbrochenes um die Ohren geflogen. Das ist absolut richtig. Oh, ich kann sogar schon hier raus. Oh, ja, ich würde sagen, aber ich will jetzt keine 15 Minuten erste Folge machen. Deswegen reden wir erstmal mit Dr. Tipero. Also. Scott. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Darf sie nicht verlieren? Wie lautet die Prognose? Ist mir zu statisch. Das klingt gar nicht gut. Keine Sorge. Das bedeutet lediglich, dass der Vorgang etwas länger dauert als üblich. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ach ja. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Das auf der Brücke der Hyperion melden. Vorerst alles, wie es ist, aber ich will eine rund um die Uhr Überwachung. Wir wissen nicht, ob die Stase noch uneingeschränkt besteht. Verstehe. Das heißt, einzelne Körperfunktionen könnten zurückkehren. Andere hingegen nicht. Wir können es einfach noch nicht mit Gewissheit sagen. Das ist ja beruhigend. Keine Sorge, Ryder. Wir kümmern uns um sie. Sie schafft das schon. Ah, okay. Ich dachte, ich könnte jetzt noch ein neues Gespräch mit der führen. Gibt's ja auch manchmal. Oh, das Informationsdisplay. Benutzen wir das mal. Hallo, was gibt's da denn? Ich bin Gian Garth, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. Nun, Fragen habe ich immer. Was ist mit den anderen Archen? Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist die Arche Hyperion mit der menschlichen Population an Bord. Die salarianische Arche Passero ist im Jahr 2185 aufgebrochen. Im selben Jahr haben auch das Schiff der Asari, die Arche Lucinia sowie die turianische Arche Nathanus die Reise angetreten. Cora Harper, melden Sie sich auf der Brücke. Und was ist unser Ziel? Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Vorbehaltlich der finalen Einschätzung des Pathfinder-Teams wurde Habitat 7 als wahrscheinlichster Kandidat für eine Kolonisierung ausgewählt. Aha. Und was macht der Pathfinder? Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedelung einzuschätzen. Jeder Arche geht ein Pathfinder voran, der die jeweilige Spezies repräsentiert. Der derzeitige Pathfinder der Arche Hyperion ist Alec Ryder. Laut aktuellem Dienstplan sind sie dem Pathfinder-Missionsteam zugeteilt, Specialist Ryder. Ah, und wie ist der aktuelle Status? Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Hyperion im Helios-Cluster eingetroffen. Weitere Missionsdetails sind aufgrund technischer Probleme nicht verfügbar. Als Aufklärungsexperte ist es Ihre Aufgabe, die Einschätzung goldener Welten durch Erkundung, Kartierung und wissenschaftliche Analysen zu unterstützen. Ihr derzeitiger Befehl lautet, sich auf der Kommandobrücke zum Dienst zu melden. Jo, Andromeda-Initiative. Die Andromeda-Initiative umfasst jegliche Kolonisierungsfaktoren, einschließlich der Archen, Pathfinder, Außenposten sowie der Nexus als zentrale Anlaufstelle. Die derzeitige Position der Nexus ist unbekannt. Der Status der Außenposten ist unbekannt. Das ist ja gut. Eine Nachricht von der Gründerin. Ich bin Gian Garth, Gründerin der Initiative. Ich halte es für wichtig, dass wir einen Moment innehalten und über die Prinzipien reflektieren, die uns alle zusammengebracht haben. Ja? Am Anfang stand die Vision einer besseren Zukunft. Einer Zukunft, die Sie formen. Das Leben in Andromeda kann alles sein, von dem wir je zu träumen wagten. Und ich bin stolz darauf, dabei helfen zu können, dass diese Träume wahr werden. Schreiben Sie mir ruhig mal. Ich würde gerne erfahren, wie wir vorankommen.
Mhm. Ja, ich melde mich mal ab, ne? Tschüss. Wer ist das denn? Hayes. Das klingt toll, oder? Zumindest so lange, bis die Schwerkraft ausfällt. Jo. Gibt es eigentlich sowas wie Schnellspeichern oder so? Oder kann man überhaupt speichern? Das Menü ist ja interessant. Installation wird durchgeführt, 61%. Ja, ich installiere hier, während ich spiele. Das ist, finde ich, sehr interessant. Ja, auch wieder einen Codex. Finde ich auch immer sehr interessant, das zu haben. Alter. Alter, haben wir viele Dankendinge da wieder. Ja, Logbuch haben wir natürlich auch. Ja. Fähigkeitenprofil als Spiel. Alter. Was ist das denn für ein Licht? Das Datapad untersuchen. Achtung, Besatzung der Hyperion. Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein wollen. Wir sind im Helios-Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Das mit der Stase befasste medizinische Personal soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Aufwecken Priorität. Bereiten Sie seine Mitglieder anschließend auf die Feldaufklärung vor. Berichte über ein ungewöhnliches Himmelsphänomen im Cluster werden derzeit überprüft. Mehr dazu in Kürze. Captain Dunn. Mhm. Costa. Träume ich noch oder stand die Welt gerade wirklich auf dem Kopf? Sie haben sich deine üble Beule eingefangen. Lassen Sie mal sehen. Wir sind gerade mal 5 Minuten in Andromeda und hatten schon unseren ersten Unfall. Dachten Sie etwa, es würde leicht werden? Nein, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir schon vor der Landung Narben davontragen. Herr Carlyle. Haben Sie ein Nickerchen genossen, Ryder? Ich glaube, ich brauche für den Rest meines Lebens keinen Schlaf mehr. Ein oder zwei. Hey, heftiger Weckruf, was? Mit sowas als erstes nach der Stase hatte ich nicht gerechnet. Damit sind wir schon zu zweit. Halten Sie durch. Ja, ich finde das immer schön, so kleine Dialoge dazwischen zu haben. Hier ist auch noch mein Datapad. Von Jin Garrison. Hallo Reisender und willkommen zu Ihrem ersten Tag in Andromeda. Dies ist der Beginn einer neuen Ära für uns alle. Während Sie sich von der Stase erholen, seien Sie versichert, dass Sie sich in guten Händen befinden. In nur wenigen Stunden werden Sie die Hyperion verlassen und zu tausenden anderen Kolonisten stoßen. Sie werden ihr Glück finden und sich das neue Leben aufbauen, von dem sie immer geträumt haben. Sie mussten lange darauf warten, aber ich verspreche Ihnen, es hat sich gelohnt. Hoffentlich geht's meiner Freundin gut. Sowas finde ich auch interessant, diese Idee, so quasi so eine neue Welt aufzubauen. Sind Sie bereit? Hallo Fischer. Morgen, Ryder. Oder Nachmittag? Oder keine Ahnung. Ich kenne die Uhrzeit auch nicht. Weil das ja auch ein bisschen schwer sein muss, ne? Man hat da wirklich gar keinen Anhaltspunkt, an was man sich orientieren soll, wenn man eine neue Welt aufbaut. Hallo Kirkland. Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. Tja, Ira ist da hinten ja umgekippt. Kann ich sprinten? Ich kann sprinten! Ah! Fängt ja gut an. Ich frage mich bei sowas ja auch immer, muss nicht trotzdem jemand da sein, der das irgendwie steuert und kontrolliert? Oder schlafen die alle? Naja, untersuchen wir die Kyro-Kapseln. Wir müssen sie startbereit machen. So schnell? Hat wahrscheinlich was mit dem Gravitationsausfall zu tun. Ah, ich finde das schön, diese Gespräche. So. Immer noch in Stase. Vitalwerte sehen gut aus. Mhm. Das ist ja eine dieser futuristischen Ideen, an die ich wirklich glaube, dass es so Kryostase-Kapseln geben wird. So, kommt wahrscheinlich dasselbe, ne? Angenehme Träume. Das war schräg. Wie meinen Sie das? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich geträumt hätte oder so. Gerade eben habe ich mich in der Milchstraße schlafen gelegt und jetzt... Jetzt sind Sie 2 Millionen Lichtjahre von dort entfernt. Kein Witz. Wir sind wirklich so weit geflogen. Ja, sind wir. Willkommen in Andromeda. Ist halt schon echt interessant, ne?
wie das sein muss, wenn man halt schläft und plötzlich ist man weg. Hallo. Glück, dass da niemand drin war. Maschinenraum, hier Kryostation. Eine der Kapseln hier wurde beschädigt, als die Schwerkraft ausgefallen ist. Sie sollten vielleicht jemanden herschicken. Jo. Komplett ohne Pfannkuchen? Was? Wie wär's mit flüssigen Pfannkuchen? Ja, geil! Also Trinkgeld gibt's dafür keins. Flüssiger Pfannkuchen, nenn ich Teig. Also, ich weiß ja nicht. So, bevor wir das hier machen, die Mission, da tatsächlich mache ich jetzt schon einen Cut. Das eignet sich ja ganz gut, finde ich. Wir haben mit dem Team geredet und wir sind in einer neuen Galaxie angekommen. Bis dahin und tschüss.